Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu RoboCraft. Dieses Mal im Tier 4. Das Intro ist ganz praktisch, um die Ladezeit zu überbrücken, auch wenn es nicht ganz reicht. Schade. Ach ja, was soll's. Ah, na also. Perfekt. Halbwegs. Diesen Bot hier konnte ich mir dank des Robopasses bauen. Ist ein bisschen übertrieben mit seinen Effekten. Lauter Auspuffrohre. Sieht aber ganz cool aus. Den haben wir. Schon ironisch, wenn die Sniper-Gewehre im Nahkampf effektiver sind wie Shotguns. Ah, na endlich, beim zweiten Versuch. Oh, ein kleiner Bug. Oh, der hat sich immer weit vorgetraut. Ja, danke. Blockt mein Teamkamerad einfach meinen Schuss. Als Sniper muss man Flugzeuge einfach lieben. Tausendmal besser wie mit einer Flak. Ja, das lief schon mal besser. Oh, ein Best Played und ein Best Looking Voting, aber nicht von mir. Ja, ich habe nicht sonderlich viel mitbekommen, aber der hier sieht doch nice aus.
und es geht weiter aufwärts, zumindest im Tier 4. Wir hüpfen nochmal in Tier 2 mit diesem kleinen Roboterchen, einem Hover. Den finde ich richtig Hammer. Da sind wir auch. Mit diesem Hover kann ich heilen. Ich bleibe also besser beim Team. Nur Team Deathmatch heute irgendwie? Naja, soll mir recht sein. Und ja, die Auspuffrohre haben es mir echt angetan. Alle ausgeflogen. Alleine bin ich relativ hilflos, deswegen lieber mal ein bisschen zurück. Die sind wahrscheinlich zu unserem Spawn gegangen. Oder mein Teamkamerad hat natürlich nicht recht. Die sind nur irgendwie komisch gefahren. Wobei die Vermutung tatsächlich nachvollziehbar war. Normalerweise wäre das schon viel früher losgegangen. Mal verstecken. Keine Ahnung, was die hier machen. Ich muss die Waffen hier unbedingt noch etwas umbauen. Das hat man gerade sehr schön gesehen, wo das Ding überall hinschießt und ich nie hinziele. Auf dem Boden kriechend. Naja. Naja, naja.
Ja, okay, das ist jetzt noch nie passiert. Woher kommt jetzt das Übergewicht? Sonst war das Ding doch auch immer stabil. Naja, naja. Es kann nicht immer klappen. Das war's dann auch wieder von RoboCraft für heute. Ich werde zumindest diesen Hover auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Oh. Schön, ein paar Cosmetic Credits für mich. Irgendwie schießt das Ding nie dahin, wo es soll. Da muss ich die Laser eindeutig nochmal umbauen. Das machen wir dann allerdings in der nächsten Folge. Bis dahin, tüdelü.